So, jetzt müssen wir das so erweitern, dass das einigermaßen geht. Wir haben hier einen. Weil das ist auch Schwachsinn. Wieso fange ich denn hier so an? Das ist doch voll dämlich eigentlich. Eigentlich ist das voll dumm. Pass mal auf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Müsste hier die Mauer hin. Hier. Oder? Hört sich gut an. Wie viele Felder sind wir denn dann ins Plus gegangen? Jetzt muss ich gleich mal gucken. Dass wir da drüben auch noch ändern können. Zwei Felder sind wir ins Plus gegangen. Okay. So. Perfekt. So. Und dann möchte ich gerade mal gucken, wenn wir das jetzt hier weiter nach unten bauen, könnte man dann theoretisch gesehen Flussläufe machen. Oh, toll, gerade hier ist natürlich nichts. Ich freue mich, dann können wir das da hinten aber machen. Da können wir nämlich so Flussläufe nach unten machen, wo wir dann unseren ganzen gedüngten Mock einfach in die Natur lassen. Damit die Fische auch was davon haben. Verstehst du? Entschuldigen Sie, warum schwimmen Ihre Fische oben? Weil Sie es können. Okay, sieht echt voll der Friedhof, Alter. Next one. What Skeleton Wizard Museum? Was? When Skeleton Wizards Museum, what does it see? Sculpture? Oh Gott, bitte! Oh. Gott, ist das fürchterlich. Ist das fürchterlich. Oh. Könnt ihr jetzt mal aufhören, meine Felder hier jetzt als Friedhof abzustempeln? Das ist ja, also bitte. Trinity, vielen, vielen Dank. Ich mach mal runter. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Trinity, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Friedhof. Friedhof, Friedschmof, sag ich immer. So, warte mal. 1, 2, 3 hier. Müsste theoretisch gesehen aufgehen. 1, 2, 3. Dann sind wir hier. 1, 2, 3. Dann sind wir... Ja, passt. Perfectly done. Der ist gut. Der ist gut. Liegt am Steinzaun. Ja, das kann gut sein. Kann gut sein, aber was willst du sonst machen? Ich meine, Holz sieht irgendwie... Ich weiß nicht, wird Holz geiler aussehen? Ich glaube nicht, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Was Holz geiler aussehen würde, ich glaube nicht. Sandsteinwalls. Könnte man vielleicht nochmal probieren. Könnte man probieren, theoretisch gesehen. Wie das wirkt, wie das wirkt. Stonebrick. Stonebricks könnte vielleicht noch hinhauen. Müssen wir mal gucken. Haben wir noch Wolle hier eigentlich? Ich craft mir jetzt mal ein neues Bett. Ich habe jetzt keinen Bock rüber zu laufen. Alter. Alter. Warte mal. Ah, da ist doch sogar noch ein Bett. Ja. Ja, mei. Oh, der hat ja 1000 verschiedene Betten, der Junge. Hui. So. Guten Tag. Esse ich mal noch schnell was. Konnte man aus Quarz auch solche... Sag mal,
Was ist das für eine Party da draußen? Wo ist der? Wie der sich hinterm Lama versteckt, der Arsch. Ich glaub's ja wohl. Ach Gott. Weißt du? Kommt der da auf einmal um die Ecke gestiefelt, steht immer im Schlafzimmer. Was ist denn los mit dem? Ist der bescheuert? Mörder, ja klar. Der stand immer im Schlafzimmer. Hallo? Nee. Aylcraft habe ich noch nicht gehört. Nee, kenne ich nicht. So, warte mal. Was wollten wir denn jetzt machen? Wir wollten... wir wollten andere Mauern craften, ne? Wobei man die Mauern jetzt auch nicht sofort machen muss. Weil wir haben jetzt nicht genug Steine. Also doch, haben wir theoretisch gesehen schon, aber... Okay, wir haben doch genug Steine, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, ob die reichen. Okay, Quarz geht schon mal nicht. Gut, gut, gut. Was theoretisch gesehen noch geil aussehen könnte, wäre Lehm. Wenn man Lehmmauern nimmt. Aber... Kann man aus Lehm Ziegeln Mauern machen? Das weiß ich halt gerade nicht. Genau, Wasser holen wir uns mal. Ich packe mal gerade das ganze Zeug da rein. Ihr merkt schon, das Inventar ist super sortiert hier. Das Lager ist super sortiert. Das ist das bestsortierteste Lager, das ihr jemals gesehen habt. Du meinst Bricks? Ja, ja, genau. Bricks. Nein. Ah, schade. Das wird geil aussehen. Diese Bricks als Zäune wird hammermäßig aussehen. Aber klar, dass das natürlich nicht geht. Ach so, ich brauche noch Wassereimer. Scheiße. Aber sag mal, hatten wir nicht irgendwo mega viele Wassereimer? Ich weiß das doch noch. Wir hatten doch mal 20 Stück oder so. Oder bin ich gerade blöd? Hatten wir keine 20 Eimer? Okay, 20 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir hatten doch mal sau viele. Das ist natürlich die Frage, in welche Kiste habe ich sie da reingetan? Wir sollten mal ein Lager bauen, dass wir alles sortiert irgendwo in welche Kisten tun können. Oder man macht einfach eine Hecke aus Blättern. Ja. Würde theoretisch gesehen auch gehen. Wir müssen hier irgendwo sein. Ist zwar eigentlich dumm, weil ich weiß, dass die hier irgendwo sind, aber... Scheiß drauf, jetzt keinen Bock zu suchen. Hat jemand Husten? Herr Bertus, ich weiß nicht, wovon du... Kati? Wie kann man nochmal Lamas tamen?
Ach so. Okay. Dann braucht man die ja nicht mehr, oder? Weil ich meine, der Händler ist tot. Nein, mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Ich töte doch keine unschuldigen Tiere. Das mache ich nicht. Der Händler, der hat es verdient gehabt. An den nächsten Händler verkaufen. Ja, wenn das gehen würde, ne, das wäre nice. Das wäre echt lustig. Machen wir mal hier in die Mitte so ein. Zack, zack. So. Okay. Putz. 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 Putz der Mordei-C. Oh, haben wir schon, okay. Gut, gut, gut. Gut ruhen. Da fallen mir jetzt einige Friedhofwitze ein zu gut ruhen, aber lassen wir das. Manfred, ne? Vielleicht ein kleiner Gedenkanstoß. Für lustige Witze. Gut ruhen und Friedhof. Also zwei Stichwörter. Toll. Das werden Felder. Aber Donus? Nee, nee, das wird ein Friedhof. Nein, das werden Felder. Doch, doch. So. Ich überlege halt jetzt gerade, machen wir jetzt hier noch was drüber? Also quasi, machen wir jetzt hier noch so Slabs drüber, dass wir hier drüber laufen können? Wahrscheinlich, ne? Sonst müssen wir in den Feldern rumjumpen. Das wäre ein bisschen uncool. Da machen wir auf jeden Fall einen Gehweg drüber. Ja, ich glaube schon. Wieso sind die Felder nur drei Blöcke breit? Weil wir nicht mehr brauchen. Ich weiß, das hört sich jetzt wahrscheinlich verstörend an, weil die meisten, die hier Minecraft gucken, auch beim Erik Minecraft gucken. Beim Erik gibt es diese Aussage nicht. Aber wir brauchen echt nicht mehr. Wirklich nicht. Falltüren als Wege? Bist du sicher? Wups. Schwups. So, was machen wir denn noch hier? Da machen wir mal nochmal. Da machen wir nochmal. Da machen wir nochmal. Da machen wir nochmal. Und der letzte Rest vom Schützenfest. So, wunderbar. Die Reisplantage ist fertig. Ja gut, die Felder kann man theoretisch gesehen noch erweitern. So ist es ja nicht. Den Zaun, den baust du sofort weg und kannst es noch größer bauen. Das ist nicht das Problem. So, ich guck gerade mal, warum Falltüren eigentlich als Weg? Ach so, weil die so Löcher haben, ne? Deshalb wahrscheinlich. Gibt es Falltüren in verschiedenen Farben? Scheiße.
Okay, da müssen wir wohl erstmal Holz sammeln gehen. Aber warte mal, wir wollten dieses Stein glatt Dingens machen, ne? Da würden die Birken doch vielleicht ganz gut aussehen, oder? Oder was meint ihr? Corporal Hartmann, Doc Who, Hendrik und Wunk. Nee, Wunkus oder Wunkus? Das ist hier die Frage. Fichtenholz-Falltüren. Haben wir noch Fichtenholz hier? Reicht das für eine Falltür? Nee. Scheiße. Okay, die würden dann so aussehen. Wie würde die denn in Fichte aussehen? Na komm, wir gehen mal Fichte holen. Vorher gehen wir auch pennen. Ja, vorher gehen wir pennen. Futter mal gerade nochmal. Was? Die Eimer brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht mehr? Was war das denn? Dach. Okay, dann Dankeschön. Lul. Vielen Dank. Schön. Kati kommt rein, er bricht Holz und reitet davon. Ja, aber echt. Ohne Scheiß. Nehme ich mit. Ist überhaupt kein Problem. So, pass auf. Hä? Waff? Okay, pass auf. Wir machen erstmal ein paar. Erstmal gucken, wie es aussieht. Ich glaube, die sehen gut aus. Hört sich gut an. Nehmen wir. So. Okay, dann müssen wir mal ein paar von machen, ne? Na, ich meine, so als Schrank sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Klingt immer, als müsste tierisch scheißen, ne? Miau, mein Poloch. Miau. So. Okay. Hä, hey, was für... Was, wie war's? Nee. Ja, das hört sich halt so an. Es tut mir leid. Über Katzen würde ich keine Scherze machen. Ja, das stimmt. Kaum guckst du mal nicht hin, hängen sie dir schon im Nacken und beißen dich tot. Er war einsam. Hä? Kati, bist du's? Komm mal raus. Okay, das ist krass. Die sind echt schlau geworden. Die kommen nicht mehr aus dem Wasser raus. Aber ich helfe dir mal. Vielleicht findet er den Ausgang nicht. Huch. Oh. Gut. Der war schon ein bisschen gedamaged, der Bruder. Cherudien, Yoko und Reni89. Dankeschön für eure Subs. Vielen, vielen Dank. Beziehungsweise Resubs. Dankeschön.
Okay, wie setze ich jetzt die Falltüren auf das Wasser drauf? Das wird jetzt nochmal richtig spannend. Wahrscheinlich muss ich einen Block hier hinsetzen. Ne? Und dann die Falltüren da dran, ne? Ja, siehst du. Aber ich kann an die andere Falltür kein Dings mehr dran setzen, ne? Warte mal, ich möchte mal gucken, ob man die auch andersrum drehen kann. Kann man die auch? Ja, so sieht cooler aus. Mit Shift. Ah. Toll. Das Problem ist, ich hätte die halt gerne so rum, wie wir sie jetzt gerade haben, weil das sieht geiler aus. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Anderer Blickwinkel, vielleicht von hier? Okay. Elfen, nice. Hä? Kommt, ja, aber wieso? Hä, warte mal, guck mal, ich stand jetzt hier. Da das so, hat das so gesetzt und hier setzt das auch so. Muss ich. Vielleicht von hier? Tiefer ins Wasser rein? Oh, wie nice. Oh, wie nice. Hä, das ist voll geil. Ah, okay, das geht nicht. Oh, nice. Hä, das ist voll geil, dass das jetzt geht. Und das Wasser bleibt trotzdem da drunter, oder was? Hä, das ist ja der Hammer. Mega geil. Jetzt mal ernsthaft, das ist wirklich voll geil. Das auch. Okay, das Ding ist, ich glaube, wir brauchen sogar nur einen Weg in der Mitte, ne? Ich glaube. Sieht aus wie eine Bahnschiene. Hä, das funktioniert auch mit halben Steinblöcken? Echt jetzt? Okay. Ach, ja, stimmt, das war die Nummer. Okay, das ist echt nice. Hammermäßig. Das gefällt mir. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist wirklich cool. Weil früher wurde das Ganze ja dann quasi als Block gesehen und dann ist darunter das Wasser weggegangen. Mega. Das ist echt nice. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber trotzdem, ich find's nice. Ich würde aber hier, glaube ich, gerne. So, ich glaube, so ist cooler, oder? Ja. Die ist besser. Eins Washington, eins Joshua Washington. Bist du für mein Lieblings-YouTuber? Habibi, Kuss auf die Eichel. Joshua, ich danke dir. Vielen, vielen Dank und Kuss auf die Eichel zurück. Hilfe, was mache ich? Das sieht aus wie eine Modelleisenbahnstrecke, Alter. Und das ist jetzt so ein Übergang, weißt du, so eine Stadt, so eine Brücke oder so. Und hier kommt gleich so eine Modelleisenbahn reingetuckert. Ja, ich weiß, ich muss mir. Ich hab doch sogar eine Axt. Guck mal. Warum benutze ich denn die nicht? Tut mir leid. Tut mir leid. So, warte.